Leo, die meisten von euch haben sich das mindestens schon gesehen, dass wir hier im Haus sind, dass wir seit Anfang Mitbesitzer sind von dem Haus. Ich werde euch am Anfang kurz zeigen, was ist Leo. Jetzt. Leo, ein Hilfswerk, ein Missionswerk, das zum Ziel hat, die Liebe von Jesus im Wort, mit der Bibel, aber auch in Tat, mit verschiedensten Projekten, den Menschen in Osteuropa und in Zentralasien zu bringen. Wir haben drei Standbeine. Not lindern. Da sind die vielleicht auch schon Beteiligung gewesen mit Weihnachtspäckchen, die wir gemacht haben. Wo zu Menschen gehen, zu Kindern gehen, zu Erwachsenen, die wenig haben, die kein Weihnachtsgeschenk bekommen. Wo wir Nothilfe machen, Kleider bringen, Essen bringen. Wenn irgendwo Katastrophen ist bei unseren Partnerländern, helfen wir auch. Wir helfen Menschen, die im Gefängnis sind, bei Polizisten, Menschen mit Suchtproblemen, medizinische Hilfe. Wir haben zum Beispiel in der Ukraine 67 Spitex-Team, die unterwegs sind. Die sind übrigens auch jetzt unterwegs. Und wir engagieren uns im Kampf gegen den Menschenhandel. Das hat angefangen mit Frauenhäusern und ist jetzt, seit 2 Monaten, viel aktueller geworden. Wir engagieren uns zum Thema Glauben wecken. Wir wollen den Menschen nicht nur Essen bringen, nicht nur Kleider abgeben. Wir wollen ihnen von Gott erzählen und ihnen eine Hoffnung weitergeben, die länger anhält. Wir unterstützen Missionare, die Gemeinden aufbauen, begleiten. Wir begleiten das Projekt in jedes Haus. Das ist im Balkan, sind wir verantwortlich, dass systematisch jedes Haus von Gott kann hören mit Traktat. Wir engagieren uns in Radioarbeit, Literaturarbeit und auch im Übersetzen von Bibeln. Und dann wollen wir aber auch mithelfen, dass eine Zukunft möglich ist für die Menschen in diesen Ländern. Es fängt an bei kleinen Kindern, die nicht daheim bleiben können, aus verschiedenen Gründen, weil die Eltern weg sind, weil man vielleicht gesagt hat, liebe nicht bei diesen Eltern sein. Kinderheim gibt es auch, staatliche. Ist nicht ganz vergleichbar wie bei uns. Wir unterstützen christliche Grossfamilien, dass die Kinder es daheim haben, das Gegenüber. Wir wollen helfen, dass sie in die Schule gehen können. Auch das ist nicht selbstverständlich. Im Sommer bieten wir Ferien an mit unseren Partnern. Dass Kinder mal eine Woche spielen können, eine Woche geniessen können. Kindertageszentren, bei uns würde man dem heute Hort oder Kita sagen. Wenn die Eltern Analphabeten sind, wer hilft denn bei den Hausaufgaben? Ist noch schwierig, dass Kinder aus dem ärmsten Verhältnis die Möglichkeit haben, Aufgabenhilfe zu haben. Und das erst noch mit vollem Bauch. Aber es geht auch weiter, wenn man aus der Schule kommt. Gewerbeförderung. Dass es Arbeitsplätze gibt in diesen Ländern. Dass sie bleiben können und nicht auswandern müssen. Die Winterthur. Da oben sitzen 12 Leute. Aber die 12 Leute, das ist eigentlich der kleinste Teil. Wir haben etwa 350 ehrenamtliche Mitarbeiter. Also ohne die ging das nicht in der Schweiz. Mitarbeiter, die vom Gouverne einpacken, Lastwagen laden bis Lastwagen fahren, die so Schulungen machen und so weiter. Und das Wichtigste ist, sind über 150 Partner in unseren Ländern. Ihr seht auch, in welchen Ländern wir tätig sind. Osteuropa, nachher geht es noch ein bisschen weiter fort. Tatarstan, eine unabhängige Republik in Russland. Jakutien, zoberst in Russland und Zentralasien. Die Gesichter, die ihr da drauf seht, sind oft stellvertretend. Heute Morgen möchte ich über das Gebiet erzählen. Weil das ist das, was uns alle vermutlich ziemlich beschäftigt. Heute vor 2 Monaten ist die Invasion losgegangen in der Ukraine. Alle Punkte, die ihr seht auf diesen Karten, in diesen 3 Ländern, dort sind Projekte, die Licht im Osten begleitet, unterstützt, platziert. Fast alle Projekte sind am Laufen. In Moldawien, in Rumänien geht es weiter, sind sogar noch zusätzliche entstanden. Und auch in der Ukraine probieren unsere Partner, das am Leben zu erhalten. Unsere Partner, die über 30 Projekte arbeiten haben, von Kind bis Erwachsenen, kirchlich, Nothilfe. Und dazu kommen auch all die christlichen Unternehmer, die wir unterstützen dürfen. Auch sie
engagieren sich für leichte Masten. Ukraine, ein Land, das schon lange kämpft. 2014 ist es losgegangen. Das Bild, das ihr hier seht, auch das, ist Dezember 2021. Die Autobahn ist 2013 gebaut worden in der Ostukraine. Hat noch nicht so lange gebraucht. Ein Land, das schon lange kämpft. Wo ein Krieg schon lange tobt. Keiner kommt mit über. Ich weiss nicht, wer von Ihnen alles das gewusst hat vor dem 24. Februar, dass wir so nahe bei uns einen Krieg hatten. Leicht im Osten war in all diesen Jahren dabei. Wir haben 8 Partner, die Nothilfe machen in der Ostukraine, in dem umkämpften Gebiet. Wir haben Lebensmittel verteilt, jährlich über 20.000 Päckchen, Medikamente, Hygienesachen, Weihnachtspäckchen und auch Hilfsgüter. Alle Jahre. Wir begleiten unsere Partner. Da sehen wir Matthias Schöni, der das Projekt ist, besuchen. Und wir wollen auch Menschen kennenlernen, die betroffen sind. Ich weiß nicht, ob sie zwei Grosses da drauf gewusst haben, dass sie jetzt gerade den Missionsleiter kennengelernt haben. Aber uns ist wichtig, dass wir es kennen. In diesen 8 Jahren haben wir aber auch geholfen, dass auch in der Ostukraine Kinder Zukunft haben. Das können in die Schule gehen. Und die Kinder, die freuen sich offensichtlich, in die Schule zu gehen. Und wir hoffen fest, dass wir auch diesen Sommer Kinder einschulen können. Im Moment gibt es keine Schule in der Ukraine. In diesen 8 Jahren in der Ostukraine sind auch Kirchen entstanden. Kann man sich fast nicht vorstellen. Wir haben den Bau von ein paar Kapellen mit finanzieren können. Und die sind voll. Menschen, die Hoffnung suchen. Das Bild da ist nicht irgendwie aus dem Archiv raus. Das ist Ende März gemacht worden, am Sonntagmorgen. Rundum schlagen Bomben ein. Die Kirche ist voll. Wenn wir so Bilder rüberkommen, wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Menschen suchen Hoffnung. Und unsere Partner bringen ihnen Hoffnung. Ende Januar hat man so langsam mal verreden bei uns, da im Osten in Russland, ist irgendetwas nicht gut. Unsere Partner haben das noch viel mehr gespürt. Die haben sich gemeldet bei uns und haben gesagt, hey, irgendetwas passiert an der russischen Grenze. Wir wissen nicht was. Leicht im Osten hat entschieden, weiter über 100.000 Franken in Lebensmittel zu investieren. In der Ukraine. Wir haben Keller gefüllt an 3 verschiedenen Orten mit Lebensmitteln. Aber auch mit Decken, Matratzen. Ohne zu wissen, für was man es wirklich genau braucht. Wir sind froh, haben wir alles Geld in die Lebensmittel investiert. Eine Woche bevor die Invasion war, haben wir alles beschafft gehabt. Sind die Lager voll gewesen. In der gleichen Zeit haben wir für 10 Jahre in der Ostukraine ein besonderes Geschenk gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, die Häuser, wo sie leben, die sind nicht so gut isoliert wie unsere. Das ist immer so ein bisschen feucht, kalt, ein bisschen grusig im Winter. Und eine Decke, die schmeckt nicht ganz frisch gewaschen. Wir haben entschieden, für all die Senioren, die nicht weggehen können, die schon seit 8 Jahren in diesem Kriegsgebiet leben, die sollen ein besonderes Geschenk bekommen. Die haben eine neue Decke bekommen, neue Socken, neue Finken, Frottenwäsche. So weiche. Wir haben Filme bekommen von unseren Partnern, wenn die Menschen gefragt haben, wie ist das für euch? Da sind Tränen geflossen, auch bei uns. Und wir haben gewusst, da ist eine kleine Hoffnung für die Menschen gekommen, wieder mal warm zu haben und auch mal zu spüren, weit, weit weg gibt es noch Menschen, die uns nicht vergessen haben. Dann der 24. Februar. Überall hat es eingeschlagen. Ich weiss noch, wir sind im Büro über oben gesessen und gedacht, was ist jetzt? Ist alles, was man seit dem Fall vom eisigen Vorhang aufgebaut hat, ist jetzt alles vorbei? Echt verkratzt oder echt kaputt? Ich habe vorhin von den Lebensmitteln im Keller erzählt. Wie froh sind wir gewesen, dass wir gerade Zugriff hatten. Die Wirtschaft in der Ukraine ist schon länger am Boden. Die Läden sind schneller als bei uns bei Corona-Beginn leer gewesen.
und hat nichts mehr rum gehabt. Soforthilfe ist gerade losgegangen. Auch wir haben die Karten von SRF immer wieder studiert. Wo ist was? Wir haben viel von unseren Partnern mit über, wo ist der Krieg? Wo braucht es was? Ich werde euch mitnehmen zu zwei Projekten. Was haben unsere Partner gemacht? Das Dunkelrote, das ihr seht, das ganz, ganz Dunkelrote, das ist das Gebiet, das schon seit 2014 besetzt ist, von den Separatisten. Dann die Knallrote, das ist die sogenannte neutrale Zone. Und orange ist, sag mal, Ukraine. Ihr seht auch, wo unsere Projekte sind. Lysychansk ist mitten im Kuchen. Lysychansk war eine Industriestadt. Betonung auf «gsi». So viel ist kaputt. Am 8. März hat es so ausgesehen. Kein Mensch mehr auf der Straße. Die Häuser kaputt. Das Bild habe ich in der Presse gesehen. Auch in dieser Zeit. Das hat mich sehr traurig gemacht. Innen sieht man das Wohnhaus. Ich will nicht in diesem Wohnhaus wohnen. Und ich will auch nicht das Kind. Ich muss in dieser Gegend begleiten. Ich glaube, der Spielplatz wird nicht mehr wirklich gebraucht. Und es geht immer noch gleich weiter so. Das Bild ist von letzter Woche. Unsere Partner haben sich nicht versteckt. Sie haben noch viel mehr geschafft. Sie haben Lebensmittel gepackt, sie haben Kleider gepackt, was gebraucht hat, sind zu den Menschen losgegangen. Haben fahrbare Kochen gemacht oder das Essen auch mitgenommen. Weil Energie hat es nicht mehr überall gehabt, dass die Menschen auch warm zu essen haben und dass sie überhaupt etwas haben. Sie haben geholfen, Keller einzurichten. Ich will nicht in diesem Keller müssen übernachten, das ist nicht extrem wohnlich. Aber ich glaube, immer noch ein bisschen sicherer, als wenn man über der Erde ist. Viele Menschen haben nicht gewusst, wohin das gehen wollen. Und die Bürokratie ist genau gleich weitergegangen. Wenn jemand etwas bekommen hat von einem Partner von uns, hat man das müssen registrieren, stundenlang anstehen. Keiner macht das gern. Unsere Partner haben das mühsam auch auf sich genommen. Sind gegangen und wir haben so viel Lachen gesehen von unseren Partnern. Und nicht, weil das Leben lustig ist, sondern weil sie Freude hatten. Sie können helfen, sie können etwas tun. Sie können zu Menschen gehen, die nicht weg können. Sie können auch mal eine Umarmung geben von dem Grossen, an dem Grossen, der vielleicht sonst nie eine überkommt oder nicht mehr. Und Gottesdienst geht weiter. Auch jetzt findet Gottesdienst statt. Vielleicht nicht im gewohnten Rahmen. Einige sind geflohen, einige sind vielleicht gestorben. Aber Gottesdienst findet statt. Wir erzählen von Gott. Klar, gehen auch einige, weil sie etwas zu essen bekommen. Wir schauen nicht darauf, ob es jetzt die letzten drei Monate schön brav im Gottesdienst war. Egal, wer kommt, wir helfen allen. Und wir sind überzeugt. Auch durch materielle Hilfe kommen die Menschen mit über, wer Gott ist. Wir gehen auf Zaporozhye. Das ist dort, wo das grösste Atomkraftwerk ist. Das ist relativ weit weg auf der Karte vom Kriegsgebiet. Jetzt wird dort täglich auch geschossen. Und die haben in den 8 Jahren, haben die wöchentlich, mindestens 2 Tage lang, sind die ins Gebiet gefahren, um zu helfen. Sie haben eine Bäckerei, die vor fast 30 Jahren mal aufgebaut wurde, ist mit leichtem Osten zusammen. Die haben noch viel mehr aufgebacken. Und ihr könnt euch das mal vielleicht merken, wenn ihr mal eine Woche kein Brot habt, wenn ihr gerne Brot habt, wie schön das ist, ein frisches Brot zu bekommen. Und in der Ukraine ist es für mich als Bäcker immer ein bisschen hart und in Moldawien, weil das Kogenbrot ist immer ein bisschen alt. Und wie schön ist, wenn man ein frisches Brot geliefert bekommt. Das Bild ist vor dem Spital in Zaporozhye, 4 Tage nach dem Invasionsbeginn. Unser Partner, das ist der Dima, der da zuvorderst die Kamera schaut, kommt ein Telefon über vom Küchenchef und sagt, kannst du mir helfen? Wir haben keine Lebensmittel mehr. 4 Tage nach Kriegsbeginn war die Küche vom Spital leer gewesen.
unsere Partner sind gegangen. Und das ist eigentlich für uns schon erschreckend. Wie viel Vorrat haben wir und wie schnell ist es da weg? Und auch sie gehen zu den Menschen, die nicht davon gehen können. Der Herr im Rollstuhl, der wird nie fliehen können. Wenn ihr die alten Damen anschaut, ich weiß nicht, ob sie es sehen im Hintergrund, das sind diverse orthodoxe Bilder. Ich glaube, sie geht in die Kirche. Egal, sie kommt von uns Brot, aber sie kommt von uns auch Besuch. Vielleicht geht ihr ein Priester auch vorbei, ich hoffe es. Aber sie weiss, auch unsere Leute kommen zu ihr. Wenn unsere Partner in die Kriegsgebiete reinfahren, mit vollem Auto, aber auch mit vollem Auto zurück. Sie nehmen das Risiko auf sich, das Auto zu füllen mit Menschen, die raus wollen. Und da gibt es auch kreative Lösungen. Wenn es keinen Platz mehr hat, wird einfach noch ein Stuhl hinten angestellt. Also funktioniert. Die Polizei sagt, glaube ich, im Moment nicht so viel. Wenn die Invasion nicht gewesen wäre, hätten wir im Frühling, also jetzt im Februar, März, ganz normal Herdöpfel verteilt. Weil der Keller bei den Menschen ist langsam leer. Die Herdöpfel haben wir glücklicherweise auch bekommen. 100 Tonnen in Moldawien und auch 100 Tonnen in der Ukraine. Wie froh sind wir, dass wir das vorbeibringen können. Wie froh ist die Dame, wieder zu wissen, da habe ich wieder ein paar Tage auch ein bisschen Kohlenhydrat. Für uns sind die Säcke riesig. Aber könnt ihr mal ausrechnen, wenn ihr jeden Tag ein Kilo braucht, wie schnell ist es, sind 20 Kilo weg. Und wenn es nur das in der Küche hat, ist es noch viel schneller. Und in Moldawien, eines der ärmsten Länder in Europa, die haben 400'000 Flüchtlinge aufgenommen. Die haben die Türen einfach aufgemacht. Es ist nichts, was sie haben, teilen sie noch. Da braucht es auch viel Lebensmittel. Aber auch die Schweiz war nicht untätig gewesen. Ein Bild ist jetzt in der FG in Murten. Viele Gemeinden haben gesammelt, viele Vereine haben gesammelt, viele Einzelpersonen. Zum Teil super Sachen, zum Teil ist es ein bisschen chaotisch gewesen. Was uns als Licht im Osten extrem gefreut hat, wie breit das gewesen ist. Es waren eben nicht nur die Freikirchler oder nur die Vereine. Die ganze Bandbreite. Es ist noch ganz spannend. An einem Friedensgebet, wo ich war, war auch der islamische Verein von Frauenfeld dabei gewesen. Die haben Licht im Osten spannend gemacht. Sie haben es mir angekündigt und gesagt, ich freue mich sehr. Ich war wirklich auch gespannt gewesen, kommt das auch? Ich bin so ehrlich, kommt das wirklich? Es ist gekommen. Und im Gespräch mit den Herren von dem Verein, die sind genauso erschüttert gewesen wie wir. Wir haben nicht die gleiche Meinung über Gott, aber wir sind genauso erschüttert. Und es war schön gewesen, wie die Schweiz zusammensteht, wie sie immer noch zusammensteht und hilft. Dass wir Hilfsgüter sammeln im Lager Frauenfeld, unsere Lastwagen füllen. Die Lastwagen sind mit ehrenamtlichen Mitarbeitern gefahren. Pro Lastwagen braucht es zwei. Kommt noch nicht da. Jetzt im April sind, glaube ich, 10, kommt nachher Zahl und im März 14 Lastwagen gefahren. Damen und Herren, die den Mut hatten, abzufahren, die Richtung. Die meisten sind in die Ukraine gegangen. Mukatschewo ist ganz im Westen. Dort hat es noch nicht so viele Kriegshandlungen gegeben. Und ist auch relativ nah. Also mit dem Auto ist mit 13 Fahrstunden dort. Unsere Lastwagen fahren dorthin. Dort haben wir ein Partnerprojekt. Dort werden die Güter abgeladen. Und kaum ist ein Lastwagen leer, kommen auch alle Partner von weiter weg mit ihren Kleinbussen, gehen ihren Anteil holen. Wie gesagt, 14 Lastwagen im März, 10 im April. Und wir haben dann auch auf das System umstellen. Es kann ja nicht sein, dass so viele kleine Busse umeinander fahren. Und wir haben Lastwagenfahrer gefunden, die vom Osten in den Westen gefahren sind, und dort macht man umbiegen. Hat nicht ganz gleich viel rein mögen, macht nichts. Und ich weiss noch, wir haben ein Mail bekommen von einem Lastwagenchauffeur, der gefragt worden ist, traust du überhaupt in die Ostukraine zu fahren? Das ist ein Ukrainer. Und er hat gesagt, ich bin jetzt 8 Jahre im Krieg gefahren. Kann ich auch noch als 90 Jahre fahren?
Und diese Einstellung möchte ich manchmal auch haben. Was haben wir gebracht aus der Schweiz? Viele Lebensmittel, viele Hygienenartikel, Sanitätsmaterial. Gerne hätten wir mehr Medikamente gebracht. Das ist noch schwierig. Wenn jemand in der Medizinbranche ist, unbedingt bei mir melden. Wir müssen da noch ins Gespräch kommen. Waschmittel, Matratzen, Kleider und christliche Literatur. Aber auch Auto. Ihr seht, ein Krankenfahrzeug, das ist von Winterthur. Das Spital Winterthur hat das ausgemustert. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von uns hat das mitbekommen. Und 4 Tage später ist es in der Ukraine gestanden. Aber auch Büsschen, die müssen ersetzt werden, organisieren wir. Und auch Literatur. Viele Leute sind auf der Flucht. Immer noch. Die Ströme sind nicht mehr ganz so gross. Balanka war in den Medien gewesen, Ende Februar, Anfang März. Orientierungslos. Das Köfferli dabei, 1-2 Kinder am Arm, aber keine Ahnung, wohin. Unsere Partner sind auch dort aktiv gewesen. Das ist in Moldawien. Anatol, das ist der Herr mit dem Schiele. Er ist mit einem Team von über 70 Freiwilligen immer noch dort, täglich, mit Essen, aber auch zum Auftrag, wodurch könnte man gehen. Wo ist ein Dach über dem Kopf für dich bereit? Alle Partner in der Ukraine, im Westen, wie auch in Moldawien und Rumänien, und in der kürzesten Zeit Plätze zur Verfügung gestellt. Ihre Zentren umgebaut oder umgeräumt. Durch eine kreative Lösung. Das ist eigentlich ein Markt, den sie für Flüchtlinge organisiert haben. Da dürfte der Tisch mit der Bibel nicht fehlen. Sie bieten Essen an, Gemeinschaft. Sie bieten Betten an. Das ist jetzt in Moldawien. Das ist eigentlich auch ein Killer. Man bringt das auch 60 Betten rein. Das Spital in Moldawien, das noch einen Stock frei hatte, ist jetzt ein Durchgangsheim. In Svetli sind wir in einem Schulzimmer drin. Das ist für ein paar Wochen umgebaut worden. Die keine Hüttenbetten hat es am 26. Februar noch nicht gegeben. Sie haben einfach so schnell Betten angezaubert, dass möglichst viel ein Zuhause findet. Jetzt fangen sie wieder an mit der Kinderarbeit, weil der Bedarf nicht mehr gleich gross ist. Kindercamphäuser. Und da, ich sehe im Hintergrund einen Herr mit einem grauen Bart. Und der hat Matthias Schöni erzählt, als er ihn getroffen hat, Anfang März in Moldawien. Er hat jetzt ein Leben lang in der Ukraine gelebt. Ein gutes Leben gehabt. Und jetzt habe ich alles in mein Köfferchen reinpacken. Bin losgezogen. Keine Ahnung, wohin ich gegangen bin. Und komme je wieder zurück. Dasselbe in Rumänien. Auch dort haben unsere Partner einen Weg gesucht. Das ist ein Sommercamphaus. Da hat man halt eine Heizung reingemacht, schnell, dass es Platz gibt. Hat Essen zur Verfügung gestellt. Was können wir machen von hier in der Schweiz? Beten für die Menschen, die unterwegs sind. Beten für die Menschen in der Ukraine. Für die vielen Kinder, die immer noch dort sind. Die nicht mehr viel haben. Für unsere Partner. Auch für alle Senioren, die in den Keller sitzen und auch darum hoffen, dass irgendeiner aufhört. Wo irgendwo an einem fremden Ort sind, es wohl sehr schätzen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und doch, man ist nicht daheim. Viele sind in die Schweiz gekommen. Auch für diese Menschen können wir da sein. Machen die auch super, habe ich gesehen, vor anderthalb Wochen, das war cool. Ich sehe, wie ihr die Türen aufgemacht habt. Gastfreundlich sein. Da muss ich euch gar nicht viel erzählen, das habt ihr im Griff, was man könnte machen als Gemeinde. Leicht im Osten macht aber auch weiter mit Hilfslieferungen. Wir werden bis Ende Mai sicher noch fahren mit diesen Lebensmitteln. Und nachher hoffen wir, dass die Besorgung im Land selber wieder genug gut ist. Weil wir wollen auch im Land einkaufen.
um die Wirtschaft zu stützen. Wir haben viele Spenden bekommen. Allen, die etwas gegeben haben, danke vielmals. Wir wollen es gut einsetzen. Wir wollen es einsetzen für die Menschen, die es brauchen. Zum Einkaufen, für Logistik, für Medikamente. Und ich habe unten noch Wiederaufbau angeschrieben. Letzte Woche haben wir die erste Anfrage bekommen, haben wir uns schon überlegt, was wir für Werkzeuge brauchen, zum Aufbauen. Können wir uns fast nicht vorstellen, wir lesen noch alles andere. Mich hat es gefreut, das zu hören. Sie glauben daran, dass es Frieden gibt und sie glauben daran, dass es weitergeht. Betet für Kinder wie auch für Erwachsene, dass sie irgendwann in Frieden wieder ihr Brot geniessen können, wie das Mädchen da. Dass Kinder wieder in Lager gehen können. Alle von euch, die das Lager hinter sich haben, wissen, wie schön das ist. Dass sie eine unbeschwerte Woche haben dürfen. Für die, die mehr mitbekommen wollen, das Gebets-SMS von Leo ist etwas aktiver als sonst. Da kommen wir immer wieder Infos über, so Anregungen, was läuft gerade, wo haben wir für besonders Sorgen. Genau. Ist auf der Homepage zu finden, die Nummer. Ich frage mich viel, was ist die Motivation von unseren Partnern, sich so auszusetzen? Wir haben ganz am Vorfeld, also kurz vor der Krieg ausgebrochen ist, haben wir mal unsere Partner gefragt, was ist, wenn der Krieg ausbricht? Fliehst du denn? Und die Antwort war, nein, ich bleibe. Ich habe meinen Auftrag von Gott. Ich bleibe in diesem Gebiet. Und wir wissen bis jetzt von einem von diesen Partnern, der geflohen ist, aber in dieser Stadt ist auch eh niemand mehr daheim. Alle anderen sind geblieben, alle Projektleiter vor Ort. Unglaublich. Woher kommt die Motivation? Ist es Mitleid? Ist es Barmherzigkeit? Was ist der Unterschied? Mitleid ist etwas, das mich einfach runterreissen kann. Wo mich vielleicht sogar handlungsunfähig macht. Und vielleicht mache ich etwas, einfach zum schneller können reagieren. Aber nachher ist es dann auch vorbei. Ist es Barmherzigkeit? Oder was ist Barmherzigkeit? Überdurchschnittlich viel Gutes für meinen Nächsten zu wollen. Ihm ein Verständnis entgegenbringen. Wollte ich das Beste für meinen Nächsten? Wenn wir in die Bibel schauen, ich kenne sicher auch einige Geschichten daraus heraus. Und eigentlich wollte ich über den barmherzigen Samariter ein paar Worte verlieren. Eigentlich. Bin dann aber gar nicht so weit gekommen in den Vorbereitungen. Sondern bin bei den Versen vorher stehen geblieben. Ich lese euch vier Verse aus dem Lukas 10 vor. Vers 25 bis 29. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Und nachher erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich bin aber bei den Versen vorher, wie gesagt, stehen geblieben. 8 Jahre haben wir schon Krieg in der Ukraine. 8 Jahre reden wir darüber. Seit 2 Jahren, jedermann, hätten wir vielleicht müssen früher reagieren. Das früher wahrnehmen. Oder sind wir da schon richtig gewesen? Aus welcher Motivation heraus mache ich es jetzt? Aus welcher Motivation heraus hat der Gesetzeslehrer? Und je nach Übersetzung steht auch ein gewisser Gesetzeslehrer. Also ich gehe davon aus, Jesus hat den gekannt, hat gewusst, das ist genau der Lehrer, der ihm die blöden Fragen stellt oder die schwierigen Fragen. Er hat das gewusst.
Warum lässt er sich auf das Gespräch ein? Und vor allem, wie hat er sich darauf eingelassen? Da können wir schon das Erste lernen. Jesus ist auf seiner Ebene von dem Gesetzeslehrer zugegangen. Er hat gewusst, der Mann, der weiss brutal viel. Also soll er mir doch zeigen, was er weiss. Und hat ihn zitieren aus der Bibel. Und ich gehe davon aus, dass es fehlerfrei kam, die zwei Stellen aus dem Mose. Jesus hat ihm die Wertschätzung gegeben, die er sicher auch braucht. Klar, das Motiv von ihm war nicht so fair von dem Gesetzeslehrer. Aber Jesus hat nicht mit der gleichen Waffe zurückgeschossen, sondern hat ihn einfach mal akzeptiert. Wenn ich Jesus eine Frage stelle, mit welcher Motivation mache ich das? Traue ich ihm überhaupt noch eine Frage zu stellen? Er könnte ja eine Antwort geben, die ich nicht gerne höre. Die sogenannte falsche Antwort. Überleg das mal. Ist mir im Vorfeld recht. Manchmal ist durch den Kopf gegangen, mit welcher Motivation frage ich jeweils Gott? Ein weiterer Punkt. Der Gesetzeslehrer hat richtig rezitiert, was im Alten Testament drin steht. Ich erzähle heute Morgen nicht, dass man, wenn man Gesetze einhaltet, dass man dann das ewige Leben überkommt. Das erzähle ich heute Morgen nicht. Keine Angst. Aber wir können uns den Vers genauso zu Herzen nehmen oder wichtig nehmen. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Mit meinem ganzen Herz. Und wenn man das Wort anschaut, im Stamm und so weiter, geht es darum, mit all meinen Gedanken, mit all meinen Überlegungen, mit meinem Willen, mit meinem Verstehen, meiner Furcht, Freude, Liebe, aber auch mit meinem Hass. Weil auch Hass ist da innen daheim. Mit meiner ganzen Seele. Das heisst, mein ganzer Körper ist da gemeint. Ich kann nicht nur recht sagen, ja, die linke Hand kann etwas machen für Gott, die rechte brauche ich für Schleiers. Mit meiner Kraft. Betonung auf meiner Kraft. Ich muss nicht ihm sagen, wie viel das Herz zu tun hat. Gott gibt ihm den Auftrag. Ich muss nicht vergleichen, der Hans hat schon viel mehr gemacht, also sollte ich auch noch mehr machen. Gott gibt dir und mir die Kraft, die er wird sehen. Nutze sie aber auch. Dein Verstand setzt auch das Hirn ein, wo du bekommst. Nicht einfach blind durchs Lauf zu rennen, sondern studiere vielleicht manchmal auch. Was ist jetzt wirklich gescheit? Und lieb deinen Nächsten. Und der Nächste ist links und rechts von dir. Am Sonntagmorgen in der Kirche Götze, aber auch am Arbeitsplatz, auf dem Spielplatz, in der Schule. Und jetzt kommt eine ganz lange Liste, wo überall dein Nächsten ist. Und schau ihn an mit Liebe. Auch wenn es schwerfällt. Auch wenn er vielleicht dich mal noch einmal getroffen hat. Wo vielleicht etwas noch nicht vergeben ist. Unsere Übersetzerin Natalia, die ist auch in der Schweiz, ist Ukrainerin. Sie kämpft extrem damit, wie gehe ich mit einem Russen um. Die Russen sind in ihr Land rein. Der Hass, wie gehe ich mit dem um? Wie kann ich einen Russen lieben? Sie weiß, oder sie will ihn lieben. Sie will ihn vergeben. Aber sie beißt. Und ich glaube, der eine oder andere von uns hat vielleicht auch so Menschen in seinem Umfeld, die vielleicht mal da etwas spüren dürfen. Ich will beten. Herr Jesus, du forderst uns raus, dich von ganzem Herzen, mit unserem Allem, was wir haben, zu lieben. Du siehst all die Herausforderungen, die wir in unserem Alltag haben. Du siehst alle Herausforderungen, die der Auftrag für mich, für jeden von uns da innen mit sich bringt.
Danke, dass du uns hilfst, das heute und auch morgen umzusetzen. Und danke, dass du das auch den Menschen in der Ukraine, im Krieg, aber auch in allen anderen Kriegsgebieten auf der Welt immer wieder neu aufzeigst und ihnen hilfst, den Nächsten zu lieben. Amen. Ich möchte euch danken fürs Zuhören. Danke im Namen von diesen zwei Buben, die froh sind zu wissen, in der Schweiz haben wir Leute, Menschen, die sie nicht vergessen haben. Ich möchte euch danken im Namen von diesen zwei Grossmamis. Auch sie sind euch dankbar und könnt ihr noch viele andere Bilder bringen. Danke vielmals für eure Unterstützung.